mit dem Aufnehmen. Ne? So. Müsste gleich eigentlich eine Ansage kommen von 3D-Zug, bevor ich die Türen öffne. Ja. Hier die Fahrgastleitung an 34 534. Bitte kommen. Guten Abend, MV Let's Player. 534 hört. Das wird heute ein langer Tag für dich. So richtig, wo ich anfangen soll, das weiß ich so gar nicht. Aber der Reihe mal nach. Zunächst zu deinen Diensten. Zum Beginn bist du auf der S-Bahn unterwegs und fährst die S5 zum Flughafen und zurück. Später bist du auf der S7, wirst aber auch einen Bauzug übernehmen müssen, den Metronom und sogar einen ICE. Schwierigkeiten bereitet uns heute die baubedingte Vollsperrung der Strecke Celle-Leerte bei Otze. Hier gibt es Schienenersatzverkehr und eine Umleitung bei der S6 und S7. Bei Eschede haben wir eine weitere Baustelle auf einem der Überholgleise. Das macht den Betrieb ebenfalls schwieriger. Die größten Probleme erwarten wir aber in Hamburg. In Hamburg? Hast du keine Nachrichten geguckt? Ach ja, der G20-Gipfel, der ist ja heute. Genau. Und der Gipfel macht uns das Leben schwer, schon allein, wenn alles so läuft wie geplant. Aber sowas läuft ja nie, wie es geplant ist. Und das wird auch für die Reisenden anstrengend. Überall Polizei und es wird seit dem frühen Morgen schon kontrolliert. Mal schauen, wie das so wird. Bring die S5 jetzt erstmal zum Flughafen und zurück. Gute Fahrt. Alles klar, dann erstmal die S5. Bis dann. So. Ja, das war die Fahrt in Zeitung. Hast du schon die Bilder der Baureihe 650 von Chris Trains gesehen? Bis jetzt finde ich die Hammer. Ja, die finde ich übrigens auch Hammer. Die werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich freue mich schon drauf. Und ja, sieht bis jetzt nicht schlecht aus. Und ja, ne? Mag ich. Mag ich total. Ja, das ist übrigens hier die Baureihe 424 mit Soundmod von Linus. Oh, ich. Linus F. Oh Gott, ich und die Namen hier. Ist ja furchtbar. So, wir werden jetzt schnell mal hier einen Thumbnail machen. Ne? Zack. Und warten auf Abfahrt. Hast du die Nachrichten nicht gesehen? Doch, die habe ich gesehen. Wie gesagt, das Szenario ist schon seit einer ganzen Weile draußen. Vor dem G20-Gipfel ist es schon, glaube ich, draußen. Also. Ja, also nicht wundern, falls da irgendwelche Nachrichten kommen. Ich weiß, wie schlimm es war. Das wird aber hier, glaube ich, nicht erwähnt. Weil. Ja. Weil sie es halt nicht voraussehen konnten. Aber es war auf jeden Fall sehr schlimm gewesen. Das muss man wirklich sagen. Und ja. Guten Abend, Arasul Tiger oder Tiger. Wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass du mit dabei bist. Und heute habe ich auch die Übersicht, wie viele Zuschauer wir haben. Ich habe das heute mal ein bisschen besser gemacht. Ich habe auch ein anderes Stream-Layout genommen, um halt eine bessere Übersicht zu haben. Und ja. Ne? Gut. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die wahnsinnig vielen Abonnenten. Guten Abend, Omsi2Zocker. Wunderschönen guten Abend. So, wir haben Abfahrt. Und ich würde mal sagen, fahren wir mal los. Moin, bin auch wieder da. Guten Abend, Dogface XD. So, jetzt muss mir nur einer sagen, ob der Sound wirklich. Genau, den gibt es auf raysimforum.de. Den könnt ihr euch da runterladen. Die Installation ist ganz einfach. Ich werde dazu auch noch ein Video machen. So eine Soundmod-Vorstellung. Und wie man das Ganze installiert. Also wer mich gerade auf Teamspeak angeschrieben hat, den muss ich leider entschuldigen. Ich habe gerade Teamspeak nicht offen. Ja. Ah, das gute G20-Gipfelfahrzeug. Genau. Das werden wir heute fahren. Sound passt, das ist sehr gut. Ferdinand Wanzek, guten Abend. So, Fahrplan werden wir heute hundertprozentig nicht einhalten können. Weil Chat lesen und alles, ne? Wie gesagt, ich habe so gut wie möglich
jeden Soundmod installiert, damit es wirklich schön anhört, weil Standard-Sound kannst du meistens nicht anhören. Servus. Nächste Station, Hannover-Nordstadt. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Auch wunderschöne Ansagen von Mozart. Fällt mir. Ich bin bisher übrigens noch gar nicht gefahren, also... Und ich bin mal gespannt, wie der Bremsweg der 424 ist. Ich hoffe mal nicht blöd. 100. Als Ankündigung. So. Heute fahre ich übrigens ohne Raydriver. Nur mit Tastatur. Weil ich wollte jetzt nicht extra noch die ganzen Skripte umskripten für den Raydriver. Das wäre mir ein bisschen zu blöd. Deswegen ohne Raydriver. So. So, ich hoffe, dass der TS heute nicht abschmiert. Hoffe ich mal wirklich, dass es nicht macht. Weil ihr kennt ja den TS. So, wir sind ein Langzug, das heißt, wir müssen die letzte Harttafel nutzen. Oh, ich liebe diesen Zaun. So, sorry, dass ich gerade nicht so schnell den Chat lesen kann. So, Türen auf. So, jetzt erstmal Teamspeak hier. Wer hat denn hier angeschrieben? The Black Iron, ich kann gerade leider nicht. Du schaust anscheinend meinen Stream nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich habe Swag NX, MRB, MDV, SMD, VBB, Hamsterbacken. Cool! Wann kommt wieder Fernbus-Simulator? Fernbus-Simulator kommt ab nächste Woche wieder. In der nächsten Zeit werden sehr viele Fernbus-Simulator-Folgen kommen. Auch wenn dieser neue Patch draußen ist. Mit, oder das neue DLC, was da angekündigt worden ist oder so. Da werden sehr viele Folgen kommen, auf jeden Fall. Weil ihr seid ja so scharf drauf. Deswegen werden da mehrere Folgen kommen. Lehnt euch zurück und genießt. Unsere Mini-Bar ist unterwegs. Aktuell Cola und Popcorn im Angebot. Sehr gut. So, ich habe Abfahrt. So, Serviceblick. So, 80 Ankündigungen, was wir natürlich bestätigen müssen. Und nochmal einmal zwischenspeichern, ihr kennt den TS. Meinst du, dass der Bremsweg nicht der von der Baureihe 24? Ja, es ist derselbe Bremsweg wie bei der Baureihe 425. Finde ich ein bisschen blöd, den Bremsweg. Ich weiß nicht, ob der so realistisch ist. Das ist das erste Mal, dass ich Train Simulator schaue. Sehr schön, freut mich. Ich hoffe, es gefällt dir. Train Simulator ist auf jeden Fall, falls du es nicht hast, ein richtig cooler Simulator, muss ich sagen. Besser als PTP 2. Ich würde sogar meinen, sogar besser als Susi. Allerdings, Servus, kannst du in Susi sehr viel machen. Aber die von der Grafik her ist Train Simulator schon spitze. So, befreien wir uns. Und hoffen, dass ich keinen Heftdump kriege. Warum? Pascual, gell, so. Guten Abend auf jeden Fall. Was, wie meinst du, warum? So. F3 lasse ich am besten eingeblendet. Ich kenne mich hier wirklich nicht aus. Nächste Station, Hannover-Lideburg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. IPTP, ja, das stimmt. Guten Abend, AtomGamerTV.de. Ja, PTP 2 hatte ich. Ich hatte damals PTP 1 und PTP 2 hat mir auch nicht so gefallen. Allgemein hat mir PTP 2 nicht so gefallen. Dann kam auch zum Glück der Train Simulator irgendwann, der wirklich einiges an ja, Möglichkeiten brachte. Ne? Muss kurz Abend essen. Bis gleich. Alles klar, bis gleich, Dogface XD. Wenn da nicht die 32er-Bit-Anwendung wäre und die ganze
wäre scheiße. Ja, das stimmt. Also die Payware-Addons sind wirklich schon sehr, ist halt schon sehr ein großer Nachteil, das muss man wirklich sagen. Vor allem, es hat auch kein Ende, ne? Es wird auch viel weiteres rauskommen in der Zukunft für den Train Simulator, also es ist Wahnsinn. Und es wird auch leider nicht billiger. So, ich lese gleich den Chat, ich muss erstmal hier anhalten. So, der überholt uns ein IC. Eins? Zwei? Ich denke mal zwei. So, Türen auf. dann wäre es das perfekte Zugspiel. Ja, das stimmt. Hab mich verguckt deshalb. Alles klar. SMD, das ist die S-Bahn Mitteldeutschland. Ja, das weiß ich. Der guten Hamsterbacke. Die habe ich damals in Real Life mal gesehen, wo ich in Leipzig war. Bei uns in Magdeburg fährt zwar auch eine Hamsterbacke, allerdings nur Abellio. Pascual. Und du kannst mich Pascal nennen. Sehr schön. Clashhugi YouTube. Was hast du? PTP2 war geil. Ich hatte da meine Problemchen und ständig kam bei den Aufgaben Skriptfehler. Ja, also dieses, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, dieser rote schöne Kreis, ne, mit der PTP Skriptfehleranzeige, das war nicht schön und die Performance war auch nicht so optimal, sagen wir mal so. Mit 218 auf der Eifelbahn, das war schon genial. Bei PTP 2, das kann ich jetzt leider nicht sagen, da ich dieses Addon nie hatte. Ich hatte nur Standard-Addons und PTP 2 war ehrlich gesagt mein zweites Eisenbahnspiel, sagen wir es mal so. Wobei die Performance wirklich schlecht war. Und PTP 1 war ja noch schlechter mit der Performance. Da habe ich gedacht, okay, PTP 2 wird was, aber ich habe da anscheinend gehört. Ist die Baureihe 143 richtig gut? Boah, schwierig. Jein, würde ich jetzt sagen. Im Train Simulator, jein. Es gibt zwar eine von Virtual Railroad, die ist zwar gut, aber so richtig. Wenn, dann kann ich dir die Baureihe 112 empfehlen. Die Baureihe 114 würde ich keinen empfehlen, weil da hat die DG so richtig scheiße gebaut, sagen wir mal so. Weil die 114 schafft 160 km/h, schafft die auch im Train Simulator, allerdings hat man leider nur eine Tachoanzeige eingebaut, die nur. Nächste Station, Hannover-Finghorst. Die, Aufstieg in Fahrtrichtung links. Die nur bis 140 km/h darstellt und das sieht richtig kacke aus. Und daran macht man auch leider nichts, das finde ich sehr schade. Ich habe letztens mal einen Livestream gesehen von den einen, der DTG mit da Mitglied ist, baut, ne? Aber den stört es anscheinend nicht. So, Metronom hat übrigens auch ein Sound-Update bekommen. Und hört sich schon geil an. So, ja, das hatte ich auch mit den Skriptfehlern. Ja, das war auch sehr nervig. warum das so ist mit den Skriptfehlern, weiß ich nicht, weil es war nervig. Sagen wir es mal so. Ich glaube, man hat sich auch, glaube ich, gar nicht darum gekümmert, so richtig, um das Ganze zu beheben. Aber gut. Kannst du dich erinnern, als die S2 mit der Taurus gefahren ist? Ja, da kann ich mich erinnern. Das waren schöne Zeiten. Habt ihr bei Magdeburg gesehen. Da hatten wir wenigstens noch eine Taurus mehr. Es ist nur wieder eine Taurus da, als RE1 nach Frankfurt oder bis Cottbus. Aber das war schön mit der Taurus. Ich mag auch die Taurus allgemein, wenn sie so abfährt und diesen schönen Sound abspielt. Das finde ich richtig cool. Ja. Übrigens, die Strecke hier, Hamburg-Hannover, ist mit dem Trainworks-Update installiert. Damit sieht die Strecke besser aus und vernünftiger aus und man hat auch richtige DB-Tracks hier drin. Finde ich schon nice. Und wir sind pünktlich, oh Gott. Wir sind wirklich pünktlich. okay. Hätte ich nicht gedacht. Normalerweise bin ich... Ja, zur Zeit war ich öfters mal zu spät, sagen wir mal so. Für anderen Leuten. Aber gut, ich bin pünktlich, das ist sehr gut.
Und ich sehe gerade 18 Zuschauer. Einen wunderschönen guten Abend an alle 18 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Freut mich wirklich. Und ja, ne? Freut mich. Ist denn auch der liebe Prodax noch da? So eine kleine Frage. Ich muss echt mal den Chat verschieben am zweiten Bildschirm. Ich habe zwar bei der 24 Stunden Leitstellenfahrt zwar erwähnt, dass ich das Ganze, naja, dass ich halt meinen zweiten Bildschirm ein bisschen besser aufräumen werde, aber ist mir heute immer noch nicht gelungen. Ich habe das Gefühl, die Ansagen kommen ein bisschen zu spät bei 3D-Zug hier von Mozart. Ach ja, wir haben übrigens auch im Innenraum Passagieransicht Sound. Nächste Station Langenhagen Mitte. Was ich sehr cool finde. Fahrtrichtung rechts. Oh, wir haben VR. Okay. Strecke ist momentan aussieht gleich blockiert. Wir haben Ankündigung auf Langsamfahrt, Halt erwarten. So. Oh Gott, so viel geschrieben hier schon. Naja, wenn der Ebola wieder rote Zahlen gezeigt hat, dann hat das Szenario nicht gescheit geladen. Ja, das stimmt. Wie hat bei Imbus Nummer bei MKLG und Giga gekündigt und das geht gar nicht. Ja, das stimmt. Hat aber andere Gründe. Guten Abend aus dem fiktiven Bielefeld von Berliner Dort. Wunderschönen guten Abend, Berlin Flair Medien Entertainment. Es gibt auch ein Soundmod für den Intercity. Das hört sich viel realistischer an. Guckt bei Philipp B. Ja, ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt. Ich habe das Gefühl, ich glaube, das war ein privater Sound, den es nicht zum Download gibt. Ich kann mich auch irren, weil den hatte ich nie gehört, beziehungsweise auch noch nie gefunden bis jetzt. Ich werde mal nachschauen. Ich weiß nur, dass es einen von den Linus gibt. So, quittieren. Hallo Berliner. Ja, Products. Hallöchen Steven, guten Abend Jero, hallo Prodax, ich hatte mal 20 Minuten Verspätung, wow, warum das denn? Okay, wir können auch bis zum Bahnhof fortfahren, das ist sehr gut. Da wir ja Halt erwarten haben, müssen wir runter auf 45. Nächste Station, Langenhagen, Pferdemarkt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Kannst du mich grüßen? Guten Abend, Luca Vialon. Eieiei. Silvio, ja, hab gehört, ich bin nur noch am Kochen nebenbei und am Handy dabei, aber das wird schon noch mit dem kleinen C wackeln. Ja, lieber Vater Products, was kochst du denn Schönes? Und nimmst du es auch wieder auf? So, wir haben Halt erwarten. 500 Hertz. Damit wir keine Zwangse kriegen. Moin Erik Laps. Am Schluss hatte ich mal immense Probleme mit PTP2. Ich habe ein Szenario laden lassen wollen mit Baureihe 111 ab München nach Ingolstadt. Was kam raus? Ich stand mit einem Güterzug auf freier Strecke. Ui. So, jetzt hat sich die 500 Hertz
aus. Ja, 500 Hertz ist weg. So, schwierig jetzt gerade zu lesen und zu fahren. Eieiei. Okay, drücken wir T. Gut, Gott sei Dank ein Bahnhof. Und bist du wenigstens pünktlich? Bis jetzt bin ich erstaunlicherweise pünktlich. Allerdings haben wir gerade ein HP0, was ich ihn gerade ein bisschen irritiert. Was mich gerade irritiert. Aber gut, vielleicht gibt es ja noch eine Ansage. Man weiß es nicht. Ich hoffe es. Nicht, dass es ein Signalbug ist. Steven, du hast meine Nachricht bekommen. Und den Link von... Leitungsleitung an 34534 bekommen. 34534 hört. Einfahrt in die Flughafenstrecke, sobald der Leerzug in Langenhagen-Pferdemarkt eingefahren ist. Im Flughafenbahnhof machst du bitte eine Kurzwende auf den 34537 und wechselst den Führerstand für die Rückfahrt. Viel Zeit hast du nicht. Für die vereinfachte Bremsprobe reicht's natürlich. Gut, dann warte ich erstmal den Gegenzug ab. Sehr gut, ich kann weiterlesen. Ja, Jerome, die Nachricht habe ich teilweise bekommen. Ich habe bloß noch nicht Zeit gehabt, die richtig durchzulesen. Da ich bei den Vorbereitungen war. Wenn den kleinen Ja, weil der DS der Meinung war, mit roten Signalen zu arbeiten. Und ich dachte, das gehört zur Aufgabe, ja. Aber es gibt einen kleinen Trick. Wir wissen jetzt, wir müssen jetzt auf einen Leerzug warten. Das ist der wahrscheinlich. Es gibt aber einen Trick, wenn es keine Anweisung gibt auf einen Safe-Dump, das wir gerade nicht hatten, weil der TS sich gerade aufhing. So, servus. Das ist der Leerzug. Es gibt einen kleinen Trick, das erzähle ich gleich. Ich hatte neulich 20 Minuten... Oh Gott, jetzt habe ich die Nachricht verloren. Ich hatte neulich 20 Minuten Verspätung. Erstens kam der Zug 2 Minuten verspätet. Zweitens gingen die Türen... zweitens gingen die Türen ewig nicht auf. Erst nach 3 Minuten. Drittens, im ersten Halt wurde dann ein Schaden am Triebfahrzeug festgestellt. Plus 18 Minuten. Ui, das ist aber nicht schön, ne? Eieiei. Das ist eine verrückte Fahrt, sagen wir es mal so. Ist das ein Soundmod, was du da hast? Weil bei anderen YouTubern ist das so, dass in Fahrgastperspektive. Ja, das ist ein Soundmod von den Linus. Gibt es im RailSim Forum ein wirklich realistischer Soundmod für die Baureihe 424, 425 und 426? Jetzt komme ich gerade ein bisschen durcheinander. So, jetzt auch mal auf die 80 hoch. So. Viertens, Überholung durch den Fernverkehr. Plus 2 Minuten. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber leider ist halt so, Fernverkehr meistens Vorfahrt als Personenverkehr. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, aufgrund eines roten Signals verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenigen Minuten. Genau! Ich konnte es bis leider nicht rechtzeitig lesen, da der Triebfahrzeugführer ein bisschen überfordert ist. Nee, diesmal gibt's kein Video aus der Küche. Was ich mache, hab da Steak und Bratkartoffeln. Oh, lecker, Steak und Bratkartoffeln, das ist das Beste überhaupt. Auf jeden Fall, lieber Products, guten Hunger. Kannst mir ja was überlassen. Klingt wirklich sehr lecker. So, Oh, war ja, so viele Nachrichten, so viele Nachrichten. Das finde ich Ankündigung. Und in Bremen, wo ich zum Glück raus musste, kamen dann noch 20 Minuten dazu, weil der Triebfahrzeugführer ausgetauscht werden musste. Das ist, ja. Da hattest du aber richtig abenteuerlichen Tag gehabt mit der Bahn. Mein lieber Scholli. So, Nächste Station, Hannover Flughafen. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit der S-Bahn Hannover. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next stop, Hannover Airport. Final destination of this train. Exit to the left in the direction of travel. Berliner, kannst du den Train umsehen? Also kann er nie pünktlich sein? Ja. Hallo. Hallo, let's train.
Jetzt habe ich mich wieder vertan. Happy Birthday, ja. Guten Abend, lieber Pascal. Guten Abend. So, quittieren. Heute wir sind 50. So, also den China-Satzverkehr Bittermatch darfst du am Sonntag zeigen, Steven. Alles klar, danke. Ich hoffe, ich muss Stille direkt nochmal neu installieren. Da bei mir oben 2 rumspinnt, er braucht bei mir 8 Minuten beim Laden und das kann irgendwie nicht sein. So. Wir sind 2 Minuten zu früh. Ne? Wir sind 2 Minuten zu früh. Damit nimmt die Bahn mich nie an. Was sollen die denn sagen? Ja, Kollege, Sie sind viel zu früh. Wir brauchen Sie nicht. Wir brauchen Lokführer, die Verspätung einfahren und nicht Pünktlichkeit. Eieiei. So, ich lese gleich den Chat weiter. Ich werde jetzt einen schnell Kopf machen und dann geht es auch weiter mit dem Vorlesen. Ihr seid echt Wahnsinn. 34 Zuschauer, es ist heftig. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, es gefällt euch. So, Türen auf. So, das zurückstellen. Haben wir irgendwo? Nee, haben wir nicht. Wir können es aber so zurückstellen. Tun wir so, als ob wir hier die Dingsbremse reintun, ne? Federspeicherbremse. So. Ja. Gut, dann gehen wir einfach mal raus. Ja, das ist ganz toll, dass der Tunnel hier keine Beweglichkeit hat hier. Gut, dann machen wir einen fliegenden Wechsel. Indem wir einfach Steuerung plus drücken. Nochmal. Und da sind wir auch. So, jetzt müssen wir hier aufrüsten. SIFA, PZB, LZB, falls vorhanden, natürlich nicht. Licht haben wir, sehr gut. So, dann haben wir schon mal alles aufgerüstet. Ich kann den Chat lesen. Für die vereinfachte Bremsprobe reicht alles Butter beim Fahrdienstleiter. Alles klar. Können wir auch mal machen hier so eine Bremsprobe. Wobei sich das hier nicht bewegen tut, das ist von DTG. Sobald die Türen richtig offen sind, bleibt er auf 43% und na, finde ich blöd gemacht. Trainer CTV, ich war gestern beim Zahnarzt und die haben mir einen Zahn gefunden oder entfernt. Weil entfernt ist nicht schön. Das ist, ich mag keine Zahnärzte. Hey ho, guten Abend, lieber BLV 1986 oder auch bekannt. Guten Abend, Mario. Hallo, Mario. Alles fit? Stimmt, wie war das mit dem anderen Streamer, dass du mit ihm immer pünktlich bist, Trainer am CDB? Gut, bei OMSI 2 hatte ich immer Verspätung, ne? Beim Train Simulator bin ich immer pünktlich. Also irgendwie... Okay, Sascha Schumann, wunderschönen guten Abend, Servus, ich wollte dich mal fragen, was du zum Baureihe 442 Talent 2 sagst. Ich finde Talent 2 wirklich toll, allerdings ist es teilweise Performance fressen, du kannst ja halt keine Szenarien erstellen, wo 10 Hamsterbacken auf einmal rumfahren, das kannst du leider nicht, weil die Performance echt leidet. Allerdings finde ich die Hamsterbacke wirklich cool. Ich empfehle dir auf jeden Fall ein paar Soundmods herunterzuladen, weil standardmäßig klingt sie nicht so toll, aber es gibt Soundmods, wo sich das Ganze richtig geil anhört. Next Station Hannover Flughafen, richtig. Ich habe zu viel geschrieben. Gleich wieder den Faden verloren. Ja, mal sehen. Eventuell lass dir was übrig. Oh, das wäre aber schön, lieber Pollux. Sende es per Post in dem Keller. Alles klar, freue mich drauf. Sehr lecker. Bei mir gab es heute Pommes-Döner. Oh, lecker. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Guten Abend, neutrale Unterhaltung. Wunderschönen guten Abend. Ich höre, wenn ich von der Schule komme in der S-Bahn, meine Damen und Herren, die Weiterfahrt verzögert sich aufgrund einer Türstörung. Ja, das ist natürlich blöd. Guten Abend, Mercutio TV, auf jeden Fall wunderschönen guten Abend, danke fürs Abo. Ihr seht, der Kenny ist auch noch dabei, habe ich alles einprogrammiert. Bei Donate gibt es wieder den Patrick Star, der rumtanzt, und bei Abonnenten, neue Abos, halt den Kenny.
Moin, bist du TS? Sehr natürlich bin ich TS, allerdings werde ich keinen hereinlassen auf den TS. Außer ein Pascal, Jan oder Schepsi. Wieso haben fast alle einen Hammer? Moderatoren. Das sind halt die Personen, die ich vertraue, aber ich füge jetzt sowieso keine mehr neu hinzu. Von daher haben jetzt nicht mal alle einen Hammer. Versprochen. Weil mehr brauche ich nicht. Wunderschönen guten Abend, Otaku Gaming. Hey, und wie sieht's mit meinem Szenario aus? Liebe Grüße. Ah, schönen guten Abend, lieber Otaku Gaming. Leider ist die Baureihe 612 immer noch viel zu leise. Ich würde es sehr gerne fahren, aber man hört leider fast gar nichts vom Soundmod. Guten Abend, Jan. Ich streame gerade. Auf jeden Fall dir auch einen schönen Abend, auch wenn du wahrscheinlich nicht vorbeiguckst. Wie gesagt, leider nicht möglich, tut mir leid. Ich könnte aber auch die Aufgabe umstellen zur 642, wenn du das willst. Dann würde ich die Aufgabe in 642 zeigen oder ein anderes Fahrzeug. Hast du den Starter GTW? Ja, den habe ich. Wird allerdings heute bei Fahrzeug 37 leider nicht dabei sein. Warum ist da auf der anderen Seite so viel Platz? Da passt locker noch eine Schiene. Ja, gute Frage. Aber wahrscheinlich ist es in der Realität auch so, dass da noch viel Platz ist. Ist das die 423? Nein, das ist die 424 mit dem Soundmod von Linus. Ich kann gerade nicht die Außenperspektive zeigen, leider. Kennt ihr den Train Simulator? Sobald du im Tunnel bist, hast du meistens keine Möglichkeit, das Ganze zu zeigen. Ich werde nochmal schnell speichern. Wie lange geht der Stream? Der Stream geht bis 0.10 Uhr. Das heißt, wir werden drei Aufgaben fahren und später die anderen drei Teile. Entfernt, sorry. Das ist natürlich nicht schön. Tut mir leid, auf jeden Fall. War bestimmt kein schöner Tag. Oh Gott, ja, jetzt habe ich mich hier... Wo ist denn das? Ah. 0010. Genau. Ja, 0.10 Uhr. Danke fürs Antworten, Jens. Ja, alles fit bei mir. Wow. Genau. Wow. Freut mich. Wow. Bin wieder da. Schön, dass du wieder da bist, Dogface XD. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Zug 2017. Liebe Grüße aus Berlin. Und liebe Grüße aus Schöneweg zurück. Und wunderschönen guten Abend, Florian Deichsel. Wie lange geht das Stream? Bis 0 oder 10? Wunderschönen guten Abend, Train Simulator TV. Train Simulator TV is watching you. Guten Abend. Übrigens, Train Simulator TV, bei ihm gibt es nachher ein wunderschönes Pausenvideo, was mega geil ist. Sylvie Hein, Hannover Flughafen, richtig. Sascha Schumann, liebe Grüße aus Nürnberg. Liebe Grüße zurück aus Schönebeck. Moin. Strecke, genau. Strecke, sagt der Nightbot dann. Der Gamer, guten Abend. Oder auch Servus oder Moin. Servus, Big. Ich frage, ob du TS bist und sagst, du lässt keinen rein, außer mich und Chepsi. Steven ist eindeutig überfordert. Entschuldigung, der Chat läuft sehr schnell. Es ist Wahnsinn, auf jeden Fall wunderschönen guten Abend an alle. Tobi Schmidt, guten Abend. Train Simulator TV, wie geht's dir? Was? Wann fährst du los? Ich habe jetzt Abfahrt. Sorry, dass ich die Nachricht jetzt erst lese. Ich bin auch dabei, die ganzen Nachrichten abzuklappern. So, Nightbot, gut. Busfans 2002, wunderschönen guten Abend. Moin, ups, du streamst. Sorry für die Unannehmlichkeiten. Ach, kein Problem, das stört doch nicht. Florian Deichsel, bis wann geht der Stream? Bis 0.10 Uhr. Mit halber Flughafen. Ich war viel zu schnell. Eieiei. Schöne Grüße. Ich habe vom Alter die Baureihe 423 zum Beta-Testen bekommen. Geil! Freut mich. Kannst du mir auf Steam schreiben, wie es so ist? Ich habe dir bei Lennart gesehen. Soll richtig geil sein. Tobi Schmidt, liebe Grüße aus Stuttgart. Liebe Grüße zurück aus Schönebeck. Wunderschönen guten Abend. Pascal, bin auch gleich da. Mein Lieblingssachse. Also richtig Lieblingssachse. Sag mal gute Besserung zum Train Simulator TV. Er ist krank. Oh.
Ach so. Lieber Train Simulator TV, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung und werd bitte wieder schnell gesund. Denn du bist ein cooler Typ, der bald in einer Lok sitzt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall nochmal viel Glück dafür bei der DB. Auf jeden Fall gute Besserung. Das ist doch nicht nötig. Doch, das ist nötig. Ah, ich habe den ganzen Chat voll auf euch. Juhu! Oh, so viel habe ich noch nie gelesen. Also ich muss echt ehrlich sagen, ihr seid aktiver als Baum zu zweien schreiben, habe ich das Gefühl. Das ist Wahnsinn. Oder ich irre mich. 100. Kam gar keine Begrüßung hier. Oh, muss man alles selber machen. Typisch. Meine sehr geehrten. Nächste Station, Langenhagen, Pferdemarkt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in der S5 auf der Fahrt nach Hannover Hauptbahnhof. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Fahrt. Grüße. Moment. Sag mal, habe ich. Train on TV, I love you. I love you too. Ja, nur Spaß. Grüße aus dem wunderschönen Österreich. Ach, wunderschön Österreich. Ah, da wollte ich auch mal hinfahren. Das war auch eines meiner Ziele. Vielleicht kann ich das auch mal verwirklichen. Mit der Bahn nach Österreich. Ist auch wunderschön. Auch die Schweiz ist wunderschön, also wirklich richtig geil. Dogface hat zurückgezogen, okay. I speak English. Etwas ja, aber nicht so gut. Bist der beste YouTuber. Vielen Dank, Luca. Hamidi Fazeli. Guten Abend auf jeden Fall. Türen auf. Mich nervt es, dass man kein S-Bahn-Szenario für Nürnberg mit dem Talent 2 hat. Für einige Großstädte ist das machbar, gibt mir dennoch zu denken. Es gibt ja die Strecke in Nürnberg, ne? Gibt es überhaupt die Zwischenhalte für die S-Bahn? Weil ansonsten könnte man ja ein Szenario erstellen. Ich weiß es nicht. Das ist ja die Strecke von GBE. Dogface, Grüße aus Berlin. Grüße zurück aus Schönebeck. Siehst du, Pascal? Bist doch nicht der einzige Berliner. Ja, jetzt habe ich mich zu weit gerutscht. Gehst du auch zum Gamescom? Nein. Mache ich nicht. Weil ich in dieser Zeit im Krankenhaus liege. Ich weiß gar nicht, wann die beginnt, irgendwann im August. Aber liege ich im Krankenhaus und ist halt nicht so schön. Und dann möchte es ehrlich gesagt mir auch nicht antun, diese ganzen vollen Massen. Knie, das wäre blöd. Grüße aus dem wunderschönen Kassel. Grüße zurück aus Schönebeck. Mann, hier kommt aus Örtchen her, das ist aber traumhaft besser als Schönebeck hier. Mit einer Hase nach Österreich, ja klar. KJTZ, Leute. Guten Abend auf jeden Fall. Gamescom ist doch im August, da liegt Twin City im Krankenhaus. Ja. Das stimmt. Aber ich bin irgendwann wieder raus. Nach 10 Tagen. Da muss ich mir halt. Nee, 14 Tagen sogar. Gott. Ist das der neue? Yoni Chaku? Das ist die Baureihe 424 von DTG mit dem Sound Update von Station Langenhagen Mitte. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Mögt ihr den Pferdepepe? Na, ich mag ihn halt. Ich habe aber das Gefühl, er mag mich nicht. Hab ich so das Gefühl. Wobei eigentlich Frieden war. Ich weiß es nicht. Egal. Aber ich find's ehrlich gesagt gut, dass er wieder Videos macht, ne? Aber, ja. Ob er mich mag oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, ich hab Spaß und, ne? Mehr will ich einfach nicht. Wer kann mir erklären, wie man in OMSI 2 Hamburg Carbock installieren kann? Ganz einfach.
Hamburg-Harburg installiert man eigentlich genauso wie jede Standard-OMSI-2-Karte. Voraussetzung ist natürlich Hamburg-Tag- und Nacht-Addon und noch ein paar andere Addons und ein paar Freeware-Addons. Das ist wichtig, dass du es installiert hast. Wenn du alles installiert hast, prüfe doch bitte dann die Hamburg-Harburg-Karte mit Map-Tools. Wenn du willst, mache ich auch ein Tutorial. Bloß heute nicht, weil heute ist ein bisschen blöd. Ich finde seine Stimme sehr lustig. Ja. Moin, moin Jerry, ist on. Otaku, jetzt habe ich wieder. Ich hab mein Mausrad, das geht gar nicht. Kannst du in mein Szenario die 643 in der Dreierkombi reinhauen? Das ist auch eigentlich die originale Ersatzweise hier unten auch Viererkombis fahrer. 643, jetzt muss ich mal stark überlegen. 643 ist der Talent, klar. Der Talent 2? Ich weiß es gerade nicht. Amtrain Omsi TV, bleib online, ich muss off ins Bett. Alles klar, lieber Luca, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne, gute Nacht und wir sind immer noch pünktlich, ich kann es kaum fassen. Wie gesagt, wunderschöne, gute Nacht. Lustig, dass ich hier pünktlich bin und den Omsi Verspätung sammle. Schwen um sie, ja. Moin, Johnny. So. Ich freue mich schon sehr auf die Baureihe 443 von Railbox Austria. Darauf freue ich mich auch. Die ist wirklich sehr schön. Also, die ist wirklich hammergeil gemacht. Weil man kann auch die Türen selber steuern. Also, da muss man wirklich sagen, Respekt. Und das ist... Das wird auch bestimmt eines meiner Lieblingsfahrzeuge, weil man kann das Fahrzeug selber aufrüsten. Das liebe ich einfach. So. Steven, how... beautiful. Bitte in Deutsch. Ah, verdammt. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht so der Profi in Englisch. Ne? Das muss ich zugeben. Aber hey, keiner ist perfekt. Nächste Station, Hannover-Finghorst. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Auf jeden Fall ist es ein Szenario von 3D-Zug, Fahrzeitvolumen 37. Wir fahren die Aufgabe S5 zum Flughafen und fahren auch natürlich wieder zurück nach Hannover Hauptbahnhof. Also, braucht aber auch nicht löschen, die Nachricht ist auch nicht schlimm. War ja nur Spaß. Wer kann mir erklären, wie man in OMSI 2 haben wir? Die habe ich. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Luca. Lukas Schneider, Beta-Tester. Hm. Zugfan Leon, cool, 424. Wunderschönen guten Abend, lieber Zugfan Leon. Ich habe mich zum ersten Mal verbremst. Auch toll. Über den Stream automatisch. Kannst du erklären, wie man... Dazu mache ich am besten auch mal ein Tutorial. Hast du Skype? Ist installiert, habe aber kein Profil. Du musst mal eine Pause machen mit dem Vorlesen, sonst ist dein Mund erschöpft. Hahaha. Mein Mund schafft noch alles. Versprochen. Ich hoffe mit dem Mausrad nicht so doll. Wir haben Abfahrt. Serviceblick. Wie gesagt, darüber mache ich ein Tutorial über Hamburg-Harburg. Steven, selbst von Nürnberg hast du bis München etc., aber ist nur RE, Intercity, ICE, aber wie gesagt, kein S-Bahn-Szenario, vielleicht kommt ja alles noch. Ist bei OMSI 2 auch so, aber soweit ich weiß. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Gibt es nur eine Buslinie? Das weiß ich jetzt leider nicht bekommen. Da muss ich leider enttäuschen. Harbor gibt es nicht mehr. Harbor gibt es nicht mehr? Okay. Dann hat es mich ja eh gelöscht. Schade eigentlich. Weil ich würde es mir eigentlich auch nochmal installieren, weil ich die Karte auch nicht mehr habe. Durch den PC-Crash damals.
Wo muss man die Haber-Datei hinziehen? Einfach nur in den... Einfach nur um die Hauptverzeichnis, wenn ich jetzt nicht täusche. Ich muss erstmal bremsen. Bevor ich weiterlese. Nächste Station, Hannover-Ledeburg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ach, Nightbot, Mensch, bleib doch mal ruhig. Nur wegen des Malis oder so. Das ist halt typisch Nightbot, der wird beim nächsten Livestream einfach mal... Ich muss zum nächsten Livestream mal nachgucken, was ich da machen kann. Ach, Nightbot, wenn ich dich nicht hätte, würde das Leben im Chat einfacher laufen. So. Ich bleibe bis zum Ende. Sehr schön, freut mich, lieber Silvio. Hallo, Luca Lutana. Guten Abend, Jonas 85. Guten Abend. Kennst du den Startler Turbo GTW? Meinst du den Startler von? Ja, den kenne ich. Das GTW? Ich kenne den Startler Feld 3. Wie lange streamst du? Bis 0 Uhr 10. Hey Trainer CTV, ich hätte eine Frage an dich. Ich bin Triebfahrzeugführer bei der DB Regio. Florian Kampen, ich habe Hut ab vor dir. Das freut mich sogar, dass du Lokführer bist. Also, das ist mein Traumberuf. Freut mich, dass du da bist. Bei DB Regio Mitte und fahre auch den ET425 im TS. Ist leider das Fahrzeug sehr plank. Sehr plank ist. Meinst du jetzt die Grafik her oder? Nicht durcheinander. Triebfahrzeug für bei DB Regio Mitte und fahre auch den ETMTS ist leider das Fahrzeug. Ja. Meinst du jetzt von der Grafik her oder? Wie genau meinst du das? DB Regio Mitte. Mitteldeutsch? Ich weiß es gar nicht. DB Regio Mitte. Ja. MTS ist leider das Fahrzeug sehr plank ist. Also wenn jetzt von der Grafik meinst, dann... Gut, man sieht auch hier die Grafik von der 424. Ist halt nicht so toll, sagen wir mal so. Da würde... Ja, da würde... Virtual Railroads es besser hinkriegen, wenn sie sowas machen sollten. Aber ich denke mal nicht, dass sie sowas machen. Was hältst du von dem Twinix ET445? Habe ich überhaupt nachher nicht angeschaut, muss ich ehrlich gestehen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal nachher anschauen. Bist mir Google nachher gleich wieder Pause. Weil ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich gebe dir nachher am besten mal die Antwort, lieber Zugfan-Leon, weil ich das gerade wirklich nicht weiß, wie die aussieht. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, sieht toll aus, sieht scheiße aus. Das kann ich nicht machen. Nächste Station, Hannover Nordstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ist es möglich, dass man auf das Fahrzeug irgendwie auf jeden Wagen Regio DB oder S-Bahn rein Textu drauf bekommt? Es gibt Texturen-Update. Es gibt so ein Texturenpack von DB Regio. Müsste die auch, glaube ich, geben auf Railsim.de unter Repaints. Müsste es da eigentlich geben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, die gibt es. Auf jeden Fall gibt es welche. Die kannst du dann herunterladen und installieren. Falls du nicht weißt, wie es geht, kann ich gerne ein Tutorial machen. Du meinst wohl 423. Weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt auf jeden Fall von 425. 424, ich glaube 426, glaube auch so ein DB Regio Repaint oder S-Bahn Repaint. Ich habe die, glaube auch installiert. Weiß ich jetzt nicht so genau. Sorry. Nicht verbremsen, nicht verbremsen. Und Nummer 2 in Verbremsen.
So, Baureihe 643 ist der Dieseltalent. Genau. Also wie die RH4024 bzw. 4023, nur ohne Panto. Ja, gut, der ist sehr gut, den mag ich auch. Werde ich auf jeden Fall fahren. Und Gaming, sorry für die späte Antwort. Moin, du bist der Beste. Dankeschön, Best Gamer 2017. Wie geht es dir denn so? Mir geht es ganz gut. Ich habe meine Ausbildung geschafft, Prüfung bestanden, alles bestanden. Und ja, jetzt geht's wieder ins Krankenhaus und dann heißt es später bei DB bewerben als Triebfahrzeugführer. Ich freue mich drauf. Ich werde aber natürlich noch in den ganzen Mengen lernen. Und Signale werde ich natürlich auch lernen. Ich kann euch immer die Seite, auch der liebe Trainsimulator.tv kann es euch auch empfehlen. Die TF-Ausbildung-Seite. Auf die TF-Ausbildung-Seite zu gehen. Denn da kann man vieles über Signale lernen, Magneten etc. pp. So, wir haben 80 Ankündigungen. Ich gebe erstmal hier Vollstopp. So. Steven, 6 in Englisch. Nein. Nee, nee. Bin auch jetzt off. Muss gleich meine Lok aufrüsten. Baujahr 218 Interregio Express von Stuttgart nach Lindau. 4 Fahrten hoch und runter. Tschüss. Tschüss, lieber Otoku Gaming, und gute Fahrt mit deinem wunderschönen Baureihe 218. Hey, welches Addon ist das? Guten Abend, Gamer TV. Schön, dass du da bist. Das ist das Addon Hamburg-Hannover mit den extra Addon Fahrzeit Volume 37 hat Hamburg G20 Gipfel. Schön, dass du da bist und. Nächste Station, Hannover Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Im Namen der Deutschen Bahn wünschen wir Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt. Auf Wiedersehen. Was hat man einfach vergessen? So. Haltankündigung runter. Gleich lese ich Chat weiter. Ich muss erstmal runter, ich krieg gleich hier 500 Hertz Beeinflussung und muss unter 45 sein erstmal. Oh, ich liebe diesen Sound. Herrlich. Auf jeden Fall, lieber Gamer TV, wünsche ich dir auf jeden Fall morgen viel Spaß. Wenn du in den Urlaub fährst, erhol dich schön und hab Spaß. Verbremst, ja. Darf ich mal einen Witz erzählen? Klar, kannst du machen, Dogface. Ist das ein Szenario aus dem Forum? Nein, das ist ein Paper-Szenario von 3D-Zug. Oh, jetzt habe ich mich wieder vertan. Eieiei. Ich lese gleich alles weiter vor. Ich lese wirklich gleich alles weiter vor. Ihr seid so schnell beim Schreiben, das ist wirklich unglaublich. So. Wir kriegen keine 500 Hertz. Schade eigentlich. Hat man wohl den Magneten vergessen. Da drüben übrigens ICE3. 30 Zuschauer, ich werde bekloppt. Okay, hätte ich auch nicht machen brauchen, aber egal. So, da sind wir. S5 Hannover Hauptbahnhof und ich kann jetzt weiterlesen. Pay-Szenario von 3D-Zug, lieber Gamer TV. Hau raus, genau. Genau, Nightbot gibt Befehle. Welcher Soundmod ist das? Das ist ein Soundmod von den Linux. Gibt es auf Razem.de unter Soundmod oder Sounds. Da findet ihr, da steht drauf Baureihe 424, 425, 426. Dafür gibt es einen Soundmod. Einfach runterladen. Lohnt sich. Genau, der von Linux. Nee. Linsuf. Linsuf. Oh Gott. Teilfeld ausgesprochen. Das ist ja mal ein Wunder, dass ich zum ersten Mal in deinem Stream bin. Freut mich, lieber Eric. Auf jeden Fall guten Abend. Lieferdienstleitung an 34537, bitte kommen. Wir sind sehr pünktlich, ich werd bekloppt, ey. 34537 hört. Kurze Verschnaufpause für dich. Um 9:56 Uhr übernimmst du auf Gleis 14 die umgeleitete S7 nach Celle. Bis später. Alles klar, bis dann. Und für die Aufgabe heißt es, für
für die Aufgabe. Natürlich, für die Zuschauer heißt es natürlich die Wiederholung gucken. Bis zum nächsten Mal.